neuen Part von Terraria. Ja, ihr wundert euch natürlich jetzt vielleicht, wieso hier jetzt ein bisschen was verändert ist. Das liegt daran, dass ich schon eine Aufnahme gestartet hatte und dann auf einmal wurde sie unterbrochen, was scheiße ist. Ja. Und ich hatte einen Kampf gegen ihn hier, Metal Skeleton. Und wenn die Nacht nur nicht so verdammt weit vorangeschritten wäre, hätte ich jetzt eiskalt diesen mechanischen Kopf genommen und es probiert. Aber ich lasse es einfach vorerst. Dann mache ich das halt im nächsten... Oder in der nächsten Folge oder... Nee, in der nächsten Nacht wahrscheinlich. So, jetzt aber erstmal hier die Fenster draußen. Also, ich hatte eigentlich angefangen mit dem Teil, dass ich hier das Haus weiterbauen möchte. Und ja, dann kam halt die Nachricht, dass das eine kalte Nacht werden wird. Und ja, da war mir schon klar, da kommt irgendein Boss. Irgendeiner muss da kommen. Und blöd ist, dass er jetzt nicht da gespeichert hat, wo ich dachte, dass er speichern würde, weil das Spiel sich einfach mal aufgegangen hat. Weil ich mit der Maus außer des Spielbildschirms war. Was echt scheiße war. Ich meine, ich spiele hier, komme mit der Maus etwas zu weit rechts, klicke und weg. Ja. Ist natürlich schon... ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Ja, da habe ich keine Ahnung, ob es da einen Trick gibt, um das zu ändern. Aber falls es einen gibt und ihr wisst den, sagt Bescheid, weil ich bin froh für jede Hilfe, die ich kriegen kann. Und ja, das ist halt schon richtig ärgerlich, vor allem ich habe keine Lust, euch permanent irgendwie nur erzählen zu können, was gerade passiert ist, und möchte es einfach zeigen. Doch nein! Das wird einfach mal, ja. Das ist kacke. Oh, jetzt habe ich kein Glas mehr. Also keine Wände mehr. Zum Weiterbauen. Hat dann doch nicht gereicht. Dann opfer ich jetzt auch noch das letzte Glas, was ich hier habe. So, das muss jetzt aber reichen. So, und ich dachte, ich hätte hier eigentlich schon irgendwie Türen hingesetzt. Hm. Naja. Oh, aber auf jeden Fall ist er hier. Wieder da. Ja, kann ich da gleich Fackeln kaufen gehen? Oh, Fackeln. So, aber zuerst kommt das hier noch an die Reihe. Und sobald ich denn hier erstmal weitergekommen bin, werde ich mal wieder auf Rohstoffsammelsuche gehen. Vor allem, ich möchte ja das gesamte Gebäude hier fertig bekommen. Oh, Moment. Ich muss mal überlegen. Etwas könnte ich probieren, aber das will ich jetzt nicht machen, weil sonst muss ich wahrscheinlich wieder alles neu machen. Und ja, das wäre richtig ärgerlich, schon wieder alles neu anzufangen hier, um den Part wieder aufzunehmen und so. Deswegen bleibe ich jetzt einfach erstmal hier. Boah, ein wenig an der Wand weiter. Und ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier jetzt schon so weit bin. Ich mache einfach mal Steinwände hin. Hier ziehe ich mal bis nach oben hin.
Ich hatte jetzt eigentlich die ganze Zeit so ein schönes Bild rechts von mir, um zu sehen, wie ich weiterbaue, aber das muss ich halt abschalten. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig so ist. Ich lasse es einfach mal so offen. Später werde ich das dann wahrscheinlich nochmal sehen. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich kann nur sagen, ich hätte es wahrscheinlich geschafft, den Super Skeleton zu besiegen mit den Sachen, die ich da hatte. Aber ja. Kann man halt nichts machen, wenn das Spiel meint, mich nicht mehr reinlassen zu müssen und es einfach mal abstürzen zu lassen. Tja, ist halt so ein kleiner Nachteil bei Fraps. Sobald man aufnimmt und es dann crasht, oder wenn man dann aus Versehen auf den Desktop klickt vom zweiten Bildschirm und so, dann ist alles für einen Eimer. So ein zweiter Bildschirm ist halt sehr praktisch, muss ich schon sagen. Vor allem, wenn man, so wie ich hier, den Bauplan schon hat für irgendwas und man den dann permanent vor Augen haben kann. So. Aha. Ich komme voran. Ja, ich komme voran. Yeah. Also ich bin echt froh, wenn ich endlich mal dieses Riesenhaus hier fertig habe. Dann ist noch ein Keller auszuheben und so. Also ein Keller kommt auch noch hier ran. Das heißt, ich habe richtig viel Arbeit mit dem Haus hier. Und links kommt auch noch ein Gebäude hin, wo dann die ganzen NPCs einziehen werden. Ich muss auch noch ein Pilzbiom machen für den Pilz-NPC, der auch hier einzieht. Ja, da habe ich noch einiges vor mir. Hier glaube ich mal, bleibt es einfach so. Okay, ich frage mich gerade, ob ich mich hier nicht verbaut habe, dass es wirklich 3 Blöcke breit ist. Weil, ja, auf der rechten Seite sind nur 2 Blöcke. Das schaue ich mir später mal an. So, ja, gut. Dann gehe ich jetzt mal hier unten hin. Dann würde ich sagen, fange ich einfach an, hier unten erstmal so ein paar Steine hinzumachen. Hier kommt definitiv ein 3 Block breiter Weg hin. Und ich glaube, nee, das kann ich ja jetzt noch machen. Ich wollte nämlich hier irgendwo noch eine Baumfarm machen.
Ja, und das kann ich ja hier hin machen. Und weil ich einfach keinen Bock habe, hier jetzt auf das Gras zu warten, bis es wächst, will ich hier einfach mal so eine kleine Plattform hinmachen. So, hier ist noch ein bisschen Erde. Hier ist ein großer Haufen Erde. So. Das erste Mal, dass ich Erde hier benutze, um irgendwas zu bauen. Was ist denn jetzt Akbar? Akbar. Oh, okay. Das ist sie. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, aber ich bin doof. So. Gut, dann glaube ich, gehe ich noch ein bisschen Holz sammeln, weil es benötigt wird. Ich überlege gerade, ob ich nicht doch nochmal versuchen sollte, ein Haus oder eine Piratenkarte zu bekommen. Das ist schon eine geile Idee. Hm. Ja, wieso nicht? Dann kriege ich ein bisschen Zeit rum. Und in der Zeit kann ich euch dann halt ein bisschen was erzählen, vielleicht. Falls mir was einfällt, was ich erzählen könnte. So. Und dann läuft man erstmal ein gutes Stündchen und eine Evil-Teil und so. Oh ja, stimmt. Ich kann ja jetzt den Weg hier eigentlich schon weiterbauen. Hab ich ja ganz vergessen. Jetzt kann ich hier mal weitermachen. Was war das? Was ist denn hier? Ach so, ich glaube, hier war ein Meteorit mal eingeschlagen. In die Strecke. Ja, auch eine geile Sache. Da sind wir mal wieder. Das hier, die Rocke. Boah, hier ist aber sehr viel. Bisschen was frei. Und da ist schon das verdorbene Reich. Boah, ich muss die Süßigkeiten hier wegstellen. Also ich dachte mir, oh, das ist eine geile Idee, ich stelle hier so Süßigkeiten hin. Und ich erwische mich gerade die ganze Zeit, wie ich davon nasche. Ich will nicht davon naschen. Boah.
Hallo Clown-Typ. Oh. Naja. Jetzt weiter. Oh ja, stimmt. Hier ist ja auch noch ein Meteorit. Und hier muss ich jetzt etwas höher bauen. Einfach mal knapp oben drüber. Okay. Ah ja, stimmt. Boah, theoretisch könnte ich das hier ja als Kampfstrecke nehmen. So gesehen. Das ist definitiv etwas, was ich in Erwägung ziehen sollte. So, jetzt aber erstmal hier ein bisschen flattern. Ein bisschen mit den Flügeln flattern. Oh ja. Yeah. So, jetzt geht's aber erstmal wieder zurück. Und dann bereite ich mich noch mal schnell auf die Nacht vor. Da habe ich jetzt das. Mach ich jetzt einfach auf den Wasser. So. Ein großer Haufen. ja. Okay. So. Oh, Moment, das kann ich ja wieder wegmachen. Das gleiche bis da. Da. So. Gut. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie weit das geht. Vorbei. Das ist doch eigentlich genau 1:1. Das heißt. 1, 2, 3. Okay. Und dann setze ich jetzt einfach mal sowas hier. Okay, das habe ich jetzt dabei. Und ich glaube, jetzt gehe ich mir noch schnell, aber ganz schnell, von meiner
einer eigentlichen Kampfarena noch was holen. Und zwar die Herzlaternen hier. Die hier. Die sind auch noch interessant, wenn ich denn am Kämpfen bin erstmal. Und dann noch ein bisschen mehr Leben zu regenerieren. Die Kampfarena da unten werde ich wahrscheinlich auch noch nutzen, weiterhin, aber nicht ganz so intensiv wie das hier. Hier kann man viel besser ausweichen und alles. Ja, da ist jetzt einer. Jetzt nehme ich das mal rein. Mal dahin. Diesmal, weil ich glaube, ich bleibe in einem gewissen Bereich. Ich glaube, ich setze die Wolken etwas näher hier hin. Ich denke, es ist zu vermeiden, die Kanonenkugeln für diese Superkanone da zu treffen. Nein! Okay. Jetzt ist wieder das eingetroffen, was eigentlich nicht eintreffen sollte. Und nein, es hat nicht geklappt. Okay. Denn, ciao.